Moin moin Freunde, heute zeige ich euch Midway in der One-Click-Box von Kimchi-DVD. Ich habe die Box schon geöffnet, mein Kumpel das Lenti schon bekommen hat von der Box. Leider kann ich euch nicht alle drei Editionen zeigen, aber wir kommen jetzt erstmal hier zu der Box. Innen ist jetzt nicht so spektakulär. Midway, ich weiß nicht, ob der Film euch was sagt. Ich habe ihn noch nicht geguckt, aber ich weiß, dass er halt ein Kriegsfilm ist und um die Schlacht in Pearl Harbor geht. Und in HDR. Das ist echt ein schickes Artwork. Ja, siehst du, das könnte man auch... Nee, stellen wir es mal hier so hin, das sieht man nicht. So, ich habe leider nur noch zwei Fullslips hier, die ich euch zeigen kann. Einmal das linke hier. Ja, das ist okay vom Cover her. Ich habe gar nicht geguckt, welche Limitierungsnummer ich habe. 86 von 220. Das lasse ich zu. Und ich öffne... Das hier, weil ich das vom Artwork her am besten finde. Der Film, manche sagen, er ist sehr gut. Manche sagen, die fanden ihn nicht so besonders gut. Also geteilte Meinung. Ich habe ihn aber leider noch nicht geguckt. Ich muss mal schauen, wenn hier in der 4K deutscher Ton ist. Vielleicht könnte ich mir den dann noch anschauen. Also, schön... Mit Glanzeffekten bestücktes Fullslip. Midway ist geprägt. Ich muss so rum an, da sieht man es besser genau. Das Flugzeug ist geprägt. Echt ein geiles Cover, ey. Boah. Hier auch ein bisschen geprägt, das fühlt man. Der Spine. Und hier hinten machen wir mal die Charakterkarte ab. Oh, schick. Schick. Sieht echt cool aus. Hier haben wir die ist schon wohl noch runtergefallen. Nummer 86 von 1000. Okay, das ist natürlich eine gute Limitierung, also eine hohe. Aber schön, zwei schöne Cover gewählt. Und jetzt holen wir mal hier ein Booklet und komm schon! Steelbook raus. Das kommt später, aber das Booklet erstmal hier. Oh, einmal haben wir, so ein Dossier. Ach cool. Also hier einmal. Aber das ist ja echt. Ich lasse das doch mal dahin. Da haben wir hier ein Poster. Sowas gefällt mir immer. So schöne, nette Gimmicks. Und nicht so ein Riesenposter, sondern das ist so ein A3-Poster. Das gefällt mir. Die Besetzung ist auch sehr gut. Ne? Hier, Woody Harrelson. Dann haben wir hier oben noch Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jones, Mandy Moore, Dennis Quaid auch noch. Und Ed Skrein. Also, mit Postern kann man mich immer beglücken, das finde ich immer cool. Kommen wir schnell zum Booklet. Das ist der Regisseur Midway. Wenn das einer von euch lesen kann. So. Das ist ja auch geil. Guck mal, hier seht ihr, wie das dann so gedreht wird. Hammer. Blue Box, Green Box, Green Screen. Wo sie es immer machen. Dann denkt man wirklich, dass die Leute da wirklich mit so einem Flugzeug fliegen. Ja, die Technik heutzutage ist schon Hammer. Ein dickes Kriegsschiff. Das war das Booklet. Und jetzt kommen wir natürlich, also das Steelbook. Ich habe ja mal, irgendein Asiat hat mal so ein kurzes Video gepostet. Also das ist wieder, da hat sich Kimchi wieder, boah.
Das ist echt Hammer. Das erinnert mich so ein bisschen. Ich habe ja auch von Kimchi Hell or High Water. Das hat auch so eine Rahmenprägung und Titel geprägt. Oh Mann, ist das geil geworden, Leute. Der Soldat ist geprägt hier komplett auf dem Flugzeug. Die Rahmenprägung und natürlich im Midway richtig geil geprägt. Das ist, keine Ahnung. Ich würde sagen, ja, 10 von 10 nicht, aber für mich ist das 9 von 10 Punkten. Vom Artwork, also von der Arbeit, vom Artwork und von der Prägung und so weiter. Das ist schon echt fett. Hier haben wir das gleiche Cover wie, ich glaube, auf dem Backcover von der Box. Der Spine. Irgendwie will der nicht. Auch jetzt. In UHD. So, und dann aber einmal hier die UHD-Disc. Die normale Blu-ray. Innen-Artwork. Ja, okay, das ist ein bisschen dunkel. Das ist jetzt nicht so knallig. Sieht man das Steelbook? Oh, das sieht man gar nicht. Oh, mal so. Hammer Kawaii. Sorry, das ist echt fett. So, und jetzt war hier noch so ein Umschlag dabei. Den öffnen wir mal vorsichtig hier. Ganz, ganz vorsichtig. Man weiß ja nicht, was drin ist. Ah, schon gerissen. Naja. Ich werde es überleben. So, ach so, hier sind dann die Artcards von den Schauspielern. Also ich bin ja, also ich kenne ja hier den Film Pearl Harbor und der ist halt, boah, der Film ist natürlich richtig gut. Pearl Harbor ist mega. Das war jetzt Midway von Kimchi DVD. Ich hoffe, ihr findet die Edition auch so schön wie ich. Könnt ihr mal gerne kommentieren. Würde mich über ein Abo freuen und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal.